Eine sehr schöne Funktion in Wavi Profi 3 ist das FLEC oder die Information, die bei den Staffelpreisen zu finden ist, und zwar die Angebotsklausel. In der Angebotsklausel können Sie für einen Artikel hinterlegen, ob dieser ein Angebot ist. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir sagen, du bist ein Angebot. Nun können wir einen Angebotspreis hinterlegen. Standardmäßig wird hier der Standardpreis eingetragen. Es kann auch sein, dass Sie sagen, den Artikel, den habe ich so günstig bekommen oder den haben Sie so günstig oder so niedrig kalkuliert, dass Sie sagen, dieser Artikel wird von jeder Art der Rabattierung ausgeschlossen. Und das ist der Sinn und Zweck dieses FLEC, also dieser Klausel, dieser Angebotsklausel, die einfach besagt, wenn es ein Angebot ist, dann hat der einen Angebotspreis, der immer Vorrang hat. Da kommt also kommt nichts dazwischen, keine Preisstaffel, gar nichts. Das heißt, wenn ein Angebotspreis gesetzt ist, gilt der immer. So, und wir sagen jetzt einfach mal, der kostet 18 Euro. Und hier können Sie auch sehr, sehr schön sagen, dass das Angebot von einem Zeitraum bis einem Zeitraum gilt. Das heißt zum Beispiel vom 1.2. bis zum 10.2. Und Sie können natürlich auch sagen, dass wenn es in diesem Fall wahrscheinlich ein saisoneller Artikel ist, also das heißt, ein Weihnachtsartikel, der einfach danach verkauft wird, dass Sie sagen, ab dem 24.12. bis zum, keine Ahnung, bis zum 16.01. Ist dieser Artikel einfach reduziert, und zwar um den von Ihnen eingegebenen Preis. Also das heißt, Sie können sagen, dass jedes Jahr kommt diese Wiedervorlage wieder. Es ermöglicht Ihnen halt einfach, den Artikel, die Information einmal einzugeben, und Sie haben die Information dann jedes Jahr wieder da. So, was passiert? Wir haben jetzt den Testartikel einfach mal als Angebot deklariert, gehen jetzt in die Kasse hinein, und es war der. Wir verkaufen ein Stück mit Preis, und wir sehen nun, dass der Artikel einen roten Punkt hat. Dieser rote Punkt sagt nichts anderes, als wie, dass es ein Angebotsartikel ist. Und wir sehen auch jetzt ganz klar schon in der Kasse, dass die Funktion Rabatt deaktiviert ist. Selbst wenn ich jetzt einen weiteren Artikel verkaufe, jetzt kann ich ja hier einen Rabatt vergeben und ich sage, auf alle Artikel will ich 20% vergeben, mache ich jetzt einfach mal, dann werden auf alle Artikel, und ich spreche jetzt einfach mal visuell, die 20% vergeben, die nicht den roten Punkt besitzen, das heißt, die im Artikelstamm kein Angebotsklausel enthalten. Ja, das ist eigentlich das Angebot in Wavi Profi 3.